Hallo und willkommen, ich bin am G3, wie ihr seht. Es ist natürlich nochmal Zeit für Azulane, jawohl. Und heute werden wir feststellen, was es Feines im letzten Update gegeben hat und vor allem, was ihr alles an neuen Schiffen eurer Sammlung hinzufügen könnt. Inklusive natürlich der ganzen Skins, die neu sind. Und ja, generell die Events müssen wir uns natürlich ein bisschen genauer ansehen. Dann springen wir recht mal hinein. So, und mit dem Hintergrund hört ihr es schon, wir haben eine neue Musik am Start und diverse neue Sachen sind aufgeschlagen. Zum Beispiel haben wir jetzt erstmal ein neues Event am Start, was eigentlich insgesamt sogar zwei sind, darauf können wir gleich noch zu sprechen kommen. Und wir haben eine Möglichkeit, unsere Inneneinrichtung weiter auszubauen im Dorm. Wir haben drei neue Retrofits bekommen, nämlich Pinghai, Ninghai und Portland. Portland habe ich direkt ausgebaut, weil ich so lange gewartet auf sie habe. Dann natürlich eine Möglichkeit, ein bisschen Echtgeld auszugeben und neue Eventschiffe. Neben der Graf Spee gibt es jede Menge andere interessante Schiffe, die wir jetzt für einen begrenzten Zeitraum freischalten können. Und natürlich gucken wir uns dann auch an, wie es aussieht im Wiki, ob die sehr wichtig sind für uns vielleicht. Und es gibt jede Menge neuer Skins, auch neue L2D-Skins. Also solche, wie im Hintergrund gerade, solche animierten Skins, jawohl. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wer das jetzt gerade ist, das ist Eldritch. Und sie habe ich eigentlich zufällig nur erhalten, weil ich hatte zwischendurch mal so ein Paket mir geleistet von denen hier und da wurde halt gesagt, ja, du kriegst halt einen zufälligen L2D-Skin dabei und ich hatte gehofft, weil dabei stand, hey, solltest du den Skin schon haben, kriegst du sozusagen die Kosten für den Skin eben als Echtgeldwährung dabei gerechnet. In dem Fall hatte ich aber in Anführungsstrichen Pech gehabt und habe halt den Skin für Eldritch erhalten, was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil es ist eigentlich unterhaltsam. Oh, jetzt werdet ihr natürlich fragen, Moment mal, warum wackelt ihr jetzt so viel rum und warum fliegt hier alles? Ja, Eldritch ist mehr oder weniger scheinbar ein Psyker und die lässt halt gerne auch mal Sachen fliegen und auch wenn sie mal so ein bisschen hochgehen. Ich finde das irgendwie cool, was da alles für Gimmicks manchmal versteckt worden sind in diesen ganzen Skins. Aber wie ich mal gerade sage, am besten wir gucken mal gerade rein, was eben momentan an coolen Events stattgefunden hat. Weil nebenbei, dass wir jetzt nach der Graf Spee so gehen können, was immer ein deutsches Schiff ist, ein vernünftiges, gucken wir uns aber erstmal das. Das Luna. Neues Event an. Denn in der Übersicht sehen wir schon, wir können uns drei großartige Dinge hier abstauben gehen. Zum einen haben wir einmal Fu Shun und A Shan. Die beiden sind gar nicht verkehrt, die beiden Schiffe. Sehen wir auch danach, dass die auch in der Tierliste gar nicht mal so weit unten anzusiedeln sind. Und wir können noch einen Skin für uns sonst abstauben, bei nämlich Momopoli. Ja, und das ist kein Schreibfehler, glaube ich. Sie wollten das nur verhindern, dass sie irgendwo eine Klage an den Hals geschmissen kriegen. Deswegen gucken wir uns mal dieses Momopoli mal an. Wir müssen uns quasi nur mit ihr hier übers Schlachtfeld, hätte ich fast gesehen, übers Brett bewegen. Und schon gewinnen wir eben Goodies. Würfeln wir mal gerade. Wir sollen es eh hier mal tun, noch hier. So, nur ein Fell. Da kriegen wir zwischendurch ein paar Ingame-Sachen, so wie Öl zum Beispiel zwischendurch. Rollen wir gerade nochmal. Zwei ist auch noch okay. Kriegen wir noch ein bisschen Ingame-Cash dafür. Auch noch ganz schön. Der Gag ist nämlich hier, wenn wir einmal außen rumlaufen, kriegen wir hier zwischendurch einen Bonus. Und vor allem, wenn wir ein paar Mal öfter den Würfel benutzt haben, gibt es noch so Special-Pakete, wo Echtgeld zwischendurch drin ist. Das finde ich mal sehr nice. Und wie ihr schon oben seht, wir müssen noch fünfmal einmal außen rum, zumindest ich, noch fünfmal so komplette Runden vollendet haben, damit wir eben diesen Skin freischalten. Deswegen würfeln wir mal gnadenlos weiter. Oh ja, eine 6, das ist gut. Jetzt kriegen wir erstmal für einmal umkehren erstmal noch 200 extra Credits. Jetzt müssen wir noch viermal, wo ich rumlaufen muss. Manchmal gibt es noch ein bisschen Bonus. Mal gucken, was wir diesmal gekriegt haben. Gibt Supply Ship Expert Commission von 50 Öl, okay. Zwischendurch habe ich sogar schon Pläne für sehr seltene Waffen gekriegt. Dachte ich mir, wow, sowas kriegt man ja auch. Fand ich sehr cool. Oder würfeln wir noch einmal. Nochmal eine 6, sehr schön. Was übrigens bedeutet, so wie hier das gerade, das sind so Special Ecken. Wir gehen noch ein Feld nach vorne. Ich finde das so interessant, dass die natürlich dann so ein bisschen sagt, oh, was passiert jetzt mit mir? Nichts Schlimmes, würde ich sagen. Und wir kriegen nochmal was. Mal gucken, was diesmal ist. Oh. Das ist wirklich gut. Das sind immer ein T3 Ausbastelklamotten eben für unsere Waffensysteme. Für fast alle, die es gibt. Sehr schön. Und sowas kann man eben abstauben, deswegen, das ist eigentlich sehr nice. Und damit sind wir eigentlich hier fast fertig. Und wer jetzt wissen will, was Felder, was hier bedeutet, hier gibt es die Übersicht, ist mehr oder weniger selbsterklärend. Hier gibt es einmal hier Geld, einmal gibt es hier Öl, dann gibt es so Special Events, wo man was Cooles abstauben gehen kann. Und diese Fragezeichen gibt es meistens irgendeine Form Geschenke. Meistens heißt die dieses Ausrufezeichen, weil wir nach vorne uns bewegen. Naja, gut. Und damit wären wir eigentlich so weit fertig. Und wenn wir übrigens hier zwischendurch echt Geld kriegen könnten, wird dieses Teil auch schwer rumrappeln. Und hier unten stehen auch Zahlen oder so. Ey, wie wär's, wenn du dein echt Geld mal langsam mitnimmst? So war jetzt gut. Das wäre also dieses Momopoli.
Und dann hätten wir hier, ja, Fushuns Great Adventure. Wir sollen diesen Boss oben hauen und müssten einfach nur eingeben, was wir machen wollen. Und dann wird sie quasi den Gegner hoffentlich in Klump und Asche verwandeln. Und ja, hier haben wir mal alles. Wenn vielleicht der Balken leer ist, werden wir sie schon kriegen. Mehr müssen wir eigentlich nicht tun. Oh, das sah gar nicht verkehrt aus. So, und jetzt haben wir witzigerweise fürs Monopoly nochmal zwei Würfel bekommen. So muss es ja auch sein. Die Sachen sind durchaus aufeinander, ja, aufbauend, möchte ich mal sagen. Nochmal 6 Felder bewegen, ausgezeichnet. Haben wir somit nochmal gerade eine Runde geschafft. Nice, nice, nice. Oh. Ja, und zwischendurch gibt es natürlich so ein bisschen Visual Novel-Anteil davon. Warum, wieso, weshalb wir sie womöglich danach kriegen werden und so weiter und so fort. Das spoilern wir an dieser Stelle jetzt mal gerade gar nicht. So, würfeln wir gerade nochmal. Noch dreimal, wunderbar. Und dann kriegen wir eine Kleinigkeit, wie der geschenkt wieder aussieht. Boah, so eine Box, warum auch nicht? Das ist... Das interagiert vor allem auch wieder, das hier. Ja, ist schon Gag, weil die hier mal alles reinbauen. So, das heißt, ich bin auch bald fertig hiermit, so wie es aussieht, dann habe ich den Skin. Ich hoffe, dass ich sogar noch ein paar Mal öfter hier rumlaufen kann, weil hier die Specials zwischendurch echt coole Sachen geben, habe ich festgestellt. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben noch was anderes, wo wir noch einen kurzen Blick drauf schmeißen, bevor wir uns zur Graf Spee aufmachen, nämlich dieses hier. Malen nach Zahlen, beziehungsweise in dem Fall eher nach Buchstaben, wie es aussieht. Und wir kriegen dafür eben anscheinend am Ende raus, sollten wir eben alle diese Bildnisse danach fertig haben. Insgesamt sind es 8. Das heißt, ich müsste jetzt nur diese jeweiligen Flächen hier ausmalen. Das heißt, A müsste ich überall jetzt anklicken, wenn ich hier da bin. Und zack, geht auch glücklicherweise was relativ fix. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich jetzt am Emulator spiele und nicht in einem Mobile Phone, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir hier die kleinen Bildchen hier wahnsinnig schlecht anklicken gehen können. Hier so größere Felder, das ist ja noch gar kein Problem, aber andere Ecken habe ich schon kennengelernt. Hier so kleine Punkte wie das da zum Beispiel, stelle ich mir an einem Mobile Phone echt schwierig vor, dann anzuklicken. Wie dem auch gerade sei, gehen wir hier mal schnell durch, damit wir alles haben. Ja, ja, ich weiß, ich habe mich verklickt. Ganz ruhig, ganz ruhig. So... Und ja, ich höre schon Leute im Hintergrund laut fragen, wo zum Henker hast du diese Farben her? Warum stehen da Zahlen dran? Ist da etwas anderes noch inbegriffen hier in irgendeiner Form? Ja, ist es. Das werden wir auch in wenigen Sekunden rausfinden, sobald ich mit dem Klicke fertig bin. So, G muss ich noch nehmen, nämlich da und dort ein Punkt. Dann doch nochmal C. Oh, F habe ich auch noch. Nehmen wir jetzt kurz das E aber noch. So, ein Punkt blau. Und nochmal F. F, F, F. F, F. Und zuletzt, guter Letzt, G. Oh, da habe ich noch F vergessen. Hoppala. Läuft. Und da kriegen wir wieder 2 Würfel daraus und nochmal so ein Buch, um unsere Waffe aufzuwerten. Sehr schön. Wieder mal eine Sache geschafft. Und wie gesagt, auf die Farben gehe ich in sehr kurzer Zeit noch drauf ein, weil das müssen wir nämlich auch was für tun im Spiel. Ich bin schon großer Fan von dem Momopoly. Warum muss man sagen? Weil du mir alles abstauben gehen kannst zwischendurch. Oh, wir haben auch mal was geschafft hier gerade, weil ich hier, wie das alle 8 Mal würfeln, gibt es nämlich hier diesen Paket. Okay, wir haben wieder einen Schatz gefunden. 1000 Ingegeld, ja, nice. Würfeln wir gerade nochmal und... Läuft, 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 läuft. Mhm. Wieder so ein Haufen. Das ist echt nicht schlecht, ist echt nicht schlecht. Und hier kriegen wir noch Ingegeld und noch ein bisschen Spielgeld, in Anführungsstrichen. Sehr schön, sehr schön. Tja, was soll ich sagen? Jetzt wollte ich euch das zeigen und habe scheinbar festgestellt gerade, dass ich bei dem Event schon fertig bin. Ich kann keine Ölfarben mehr für diese Geschichte hier sammeln gehen. Das heißt, ich habe schon quasi alle Farbpaletten hier fertig, die ich insgesamt brauche. Und jetzt werde ich natürlich fragen, okay, aber wo hast du die Dinger, die Farben jetzt hergekriegt? Ganz einfach, ich musste Öl benutzen im Spiel. Hier vorher war so ein Zähler hier gegeben, wo es hieß, ja, du hast jetzt so und so oft quasi schon Öl ausgegeben und je mehr Öl wir... wofür auch immer bezahlt haben, sei es nur für Einsätze oder einfach nur fürs Essen kaufen im Spiel, ganz egal wofür es war, je mehr Öl ihr verbraucht habt, desto höher war die Anzeige und je mehr Öl am Ende rauskam, glaube ich, bei 15.000, glaube ich, war die Anzeige dann zu Ende und habt die letzte Belohnung gekriegt und habt ihr schon mal alle Farben für diese Malerei gekriegt. Weil sonst hätte ich euch empfohlen, wenn ihr irgendwie Probleme damit habt, einfach, jetzt kommt endlich dahin, Graf Spee werden nämlich zu machen. Was übrigens nicht besonders schwer ist. Das ist die komplette Karte schon, die wir gerade sehen. Und wir müssten einfach nur von SP1 eben nach SP2 und am Ende zu SP3 kommen. Und was wir hier machen müssten, wie immer natürlich Schiffe versenken im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, natürlich haben wir wieder diverse Belohnungen hier auch, die wir so abstauben gehen können. So als speziellen Loot, der vielleicht der eine oder andere noch haben möchte. Vor allem hier so eine,
etwas höherstufige Flugabwehr und auch, das wäre vielleicht mal nicht verkehrt. Aber das Hauptanliegen hier bei dem ganzen Event wird sein, die letzte Mission zu spielen. Auf jeden Fall die letzte Mission. Nebenbei, dass wir hier sehr coole Torpedos auch noch kriegen. Nein. Auch wenn ich hier kurz mal rausgewechselt bin gerade, weil hier ist nämlich die Übersicht von dem Event. Wir müssten insgesamt dieses SP3 60 Mal geschafft haben und wir kriegen automatisch Admiral Graf Spee. Und deswegen machen wir es einfach mal gerade, weil der Kampf ist nicht ganz trivial. Nicht, dass er jetzt super schwer wird für Leute, die ein paar Mal gespielt haben, ist das jetzt kein großes Ding. Hier gibt es auch witzigerweise keine Eventschiffe sonst abzustauben, mit Ausnahme eben von Graf Spee selbst. Deswegen gehen wir gerade mal kurz da rein. Denn wie ihr vielleicht gerade sehen könnt, ich habe ein bisschen mehr so Themenflotte gebaut. So eine japanische Flotte eben und eben eine US-Flotte. Wobei Belfast eigentlich ein englisches Schiff ist, aber ich hatte jetzt kein vernünftiges amerikanisches Schiff mehr, weil ich reinschmeißen konnte. Deswegen sagte ich, ah, Belfast, du warst immer gut, komm mal gerade mit. Das wäre auch schon die Übersichtskarte hier. Am besten, ich lege jetzt mal sofort los und zersäge einfach alles links und rechts außen rum. Wir sollten auch nicht zu lange brauchen, damit eben die junge Dame aufhört. Wir tun automatisch stellen, weil bei mir, ich habe genug Level, damit das klappt. Ja, wir reden nämlich hiervon, dass die Gegner ungefähr Level 57, knapp 60 sind und ja, die KI normalerweise, wenn natürlich so, ich sag jetzt mal 30 Level beinahe über denen sind, dann ist das nicht unbedingt ein Riesenproblem, weil da kann man alles mehr sogar im Hintergrund abspielen lassen. Und da muss man auch glücklicherweise dann selber nicht viel tun und das ist dann relativ einfach zu bewerkstelligen. Auch wenn natürlich man vielleicht jetzt hier und da selber Hand anlegen möchte, gerade bei dem Endkampf, den wir gleich sehen werden. Aber ansonsten, in der Regel klappt das eigentlich ganz gut. Und ja, ich habe jetzt endlich mal Amagi auch meine Flotte aufgenommen, weil sie ist, auch wenn sie ein Eventschiff ist, was auf dem Meta jetzt nicht unbedingt krass abschneidet, ich finde sie trotzdem ziemlich gut, weil sie sehr schöne auch Verteidigungsbuff gerade hat für die ganze Flotte. Neue Ladescreens ohne Ende. Sehr schön. Und ich habe keine Ahnung, was da immer alles erzählt wird, aber es wird bestimmt wichtig gewesen sein. So, gucken wir uns mal hier die an, gerade wie sie hier ein bisschen kämpfen. Die brauchen ein bisschen länger, weil es nur Zerstörer sind, die zwar unfassbar starke Torpedos haben, aber ansonsten sind die eher unter ferner Liefen, können wir beinahe sagen. Ist auch nicht ganz so tough, alles zusammen gesehen. Yeah, aber wo Yuga hinschießt, ist normalerweise die Sache eh durch. Da muss ich mir gar keine Gedanken mehr drum machen. Und schon gehen die Kämpfe schneller vorbei, als man gucken gehen kann. So, und ich springe jetzt mal gerade ein bisschen nach vorne, weil wir gleich mal den Endkampf hier sehen. Mit eben Graf Spee selbst. So, und da hätten wir auch schon Graf Spee endlich entdeckt. Level 60 Boss. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, wen ich da jetzt hinschicke. Am besten versuchen wir es nochmal mit der japanischen Flotte. Bis jetzt hatte ich noch nicht wirklich viel Glück gehabt, dass sie da was gerissen haben. Weil der Boss macht eine Kleinigkeit am Ende, die ist ein bisschen spezieller. Und deswegen tue ich auch mal die Sache nicht mehr automatisch steuern lassen, sondern lieber mal ein bisschen manuell. Weil sonst gehen wir wieder Schiffe hops gleich. Genau, nicht, dass die das jetzt nicht schaffen würden, den Kampf, das ist nicht das Problem, aber sie gehen halt teilweise hops, dadurch wird die Mission eben schlechter bewertet. Nicht, dass er jetzt wirklich schlimm ist am Ende des Tages, weil trotzdem haben wir sie ja geschafft. Aber ich bin in der Hinsicht ein bisschen, nicht unbedingt ein Perfektionist, das wäre jetzt überzogen zu sagen. Aber lass mal schon mal draufstehen, ja komm. Lass mal alles so ein bisschen zersägen hier, nehmen wir ein paar Schiffe hier entgegen und kaputt schießenderweise. Und da ist auch schon. Admiral Graf Spee, Level 80 Lebenspunktball, was eine ganze Menge ist. Und wenn ich jetzt nicht Blödsinn anstellen soll, ballern wir erstmal alles kaputt hier vorne. Machen wir alles nass hier vorne. Machen wir alles weg. So, genau. Torpedo, go. Ja. Halbwegs gut getroffen. Aber oh, kriegt hier zugeschmissen mit gegnerischem Beschuss hier gerade. So, oh, komm mal nicht an. Komm mal nicht an. Hey, komm mal nicht an. Okay. Dauerfeuer. Das sah richtig gut aus. Oh shit, jetzt, das ist nämlich das Problem. Ah, cool, wir haben es geschafft. Weil sie hat plötzlich einen Timer, nämlich kurz bevor sie stirbt, und macht eine Selbstzerstörung, die übrigens die eigenen Schiffe auch zerstören kann. Deswegen sollte man ein bisschen Gas geben an der Stelle. Und dann kann man eben sehr coolen Loot zwischendurch abstauben gehen.
Was nämlich mein Problem gewesen war, ich habe schon hier die Kämpfe nicht mehr auf S gehabt, sondern noch auf B, weil mein ganzer Schlag Schiffe nämlich zerstört wurden. Das A hat sich das Schiff sich selber zerstört. Der Boss, natürlich, wie gesagt, fürs Missionsziel am Ende ist es fast egal, aber für diese Bewertung am Ende, habe ich dann nicht nur Schiffe verloren, sondern der Boss hat sich auch noch selber quasi Luft gejagt, bevor wir ihn zerstören konnten. Wo ich ein bisschen sag so, ist das nicht egal? Ist doch Hauptsache der Boss ist kaputt, aber scheinbar hier nicht. So, und eigentlich müssten wir jetzt nur losmarschieren und eben diese Mission immer und immer wieder wiederholen. Und wie ich schon eben gesehen habe, nur bis zum 2.7. dauert dieses Event. Muss ich wirklich sogar noch ein bisschen ranhalten, weil ich habe noch keine 20 Mal erst die Sache hier gemacht. Aber auf der Schiene tun wir eben jede Menge Ölfarben ausgeben, was uns natürlich wieder was bringt für das andere Neujahrsevent. Gerade, weil da sollen wir Öl ausgeben in irgendeiner Art und Weise, was natürlich beim Farmen hier definitiv der Fall sein wird. Aber bevor wir jetzt rübergehen ins Wiki, um zu sehen, was es für Schiffe gibt und wo sie überall herkommen, mit Ausnahme natürlich von Graf Spee, weil das haben wir eben ja schon gesehen. Ja, sollten wir vielleicht hier mal gucken gehen. Also, wir hätten hier erstmal Kimberley, ja, dieser Skin-Krimi, wenn wir Mumopoly spielen gehen sollten, läuft. Dann haben wir natürlich hier diese ganzen Neujahrs-Skins, jede Menge. Gerade von Luffy und Belfast, natürlich die Schiffe sind immer im Spiel. Da kann man theoretisch also zuschlagen, auch ohne, dass man die Schiffe vielleicht gerade hat. Allerdings die nächsten Schiffe, so wie, obwohl das auch L2D ist, dieser Skin von Taiyuan, wird es ein bisschen schwierig, weil auch dieses Schiff, wenn ich mich nicht gerade vertan habe, dürfte nur während des Events gerade aufgeschlagen sein. Deswegen Vorsicht, Vorsicht. Generell immer gucken, dass man die Schiffe auch besitzt, bevor man eben sich hier teure Skins verkauft, weil hier viele davon sind wirklich nur während des Events hier gerade gegeben, mit Ausnahme hier vielleicht auch noch von Lexington, Ayaname und Enterprise und Yugure müsste eigentlich auch noch im Spiel sein. Die letzten Skins sind wirklich noch generell so gegeben. Und für Leute, die jetzt sagen, na, Graf Spee sieht jetzt nicht so geil aus, kein Problem, wir haben auch hier extra mal zwei Skins für sie, die auch nicht ablaufen von der Zeit. Finde ich sehr nett. Und hier sind natürlich immer noch die, ich sag mal in Anführungsstrichen vom letzten Event, immer noch die neuer Skins. Ja, neuer Events auf neuer Event. Wir hören einfach mal gar nicht mehr auf. So, jetzt wäre ich mal rübergesprungen eben ins Wiki und hier sehen wir eben schon das Lunar New Year Event von 2019. Scrollen wir gerade ein bisschen weiter hier runter, dann sehen wir möglich auch gleich die ganzen Schiffe, die eben neu sind. Und das wären eben jetzt die neuen Schiffe, die wir eben erhalten gehen können. Zwei davon sehen wir schon, ja, wir müssten dafür 8 Paintings, also 8 Bilder gemalt haben. Und bei dem anderen müssten wir eben nur dieses, diese Bestie verprügelt haben bei diesem Automatenspiel. Und dann hätten wir die beiden Schiffe schon freigeschalten. Und die anderen mehr oder weniger wären alle durch die Bank gebaut. Das werden wir auch gleich noch feststellen, wir werden nämlich diverse Ressourcen mal draufschmeißen, um vielleicht das ein oder andere Schiff hier noch freizuschalten. Aber ja, die werden allesamt wirklich sonst nur gebaut. Keine Mission lange dafür spielen, nope, einfach nur jeden Tag brav Wisdom Cubes draufwerfen von nicht gerade zu knapper Menge und dann könnt ihr eben diese Schiffe freischalten. Das Interessanteste hierbei, spoiler ich schon mal direkt, wird wahrscheinlich Yazhen sein, aber auch hier Changchun ist nicht unbedingt verkehrt. Weil ich tu gleich nochmal ganz kurz diese Meta-Seite aufrufen, wo eben die Schiffe nach, ich sag mal, ihrem Tierlevel ein bisschen sortiert sind. Und dann werdet ihr feststellen, ein paar dieser Schiffe sind durchaus auf dieser Liste gar nicht mal so weit abgeschlagen auf dieser Liste vorhanden. Deswegen ist das schon sehr cool. Wenn man ein bisschen weiter runter scrollt übrigens, sehen wir schon den Hinweis, ja, die meisten dieser Schiffe werden übrigens generell gebaut, was nämlich diese hier jetzt wären, eben minus die zwei, die wir durchs Event so kriegen gehen sollten. Und hier sind natürlich noch diverse Skins, die eben hier auch nochmal aufgeführt worden sind mit den jeweiligen Preisen. Aber lass uns mal gerade so stehen. Hier unten wird noch ganz kurz darauf hingewiesen, eben, dass es auch nochmal diese Dorm-Items gibt. Eben so ein bisschen chinesisch Restaurant, hätte ich beinahe gesagt, sieht es beinahe aus. Oder einfach nur mehr so das Grün. Ja, draußen sozusagen auch mal ein bisschen mehr hantierend. Das kann man am Ende des Tages tun, wie man möchte. Aber hey, was soll's. Hier unten wird natürlich nochmal alles erklärt, wie was funktionieren gehen soll. Aber das haben wir eben... Ach ja, hier ist auch die Auflistung, die ich gerade gemeint hatte. Hier müssten wir einfach nur gewisse Mengen Öl eben ausgegeben haben, um eben diese Farben jeweils freizuschalten. Und wenn ich mich nicht vertan habe, müsste es bei 15.000 aufhören. Was ich dummerweise beim letzten Mal, wo ich eingeloggt habe, überhaupt nicht wusste. Ich dachte, ach komm mal, bis 15.000 machen wir noch voll, habe ich noch gedacht. Sonst hätte ich nämlich auch diese Anzeige im Spiel auch noch zeigen gehen können. Aber hey, die werdet ihr wahrscheinlich eh direkt sehen, wenn ihr bei der Mission gucken gehen sollt. Weil wenn plötzlich Farben als Belohnung sind, glaube ich, das fällt ein bisschen auf. Und hier natürlich dieses Automatenspiel auch nochmal. Ach, guck mal hier, wir kriegen sogar eine Auflistung von verschiedenen Hits. 3 Hits, Weak Punch, ABA ist also ein schwacher Angriff. Interessant. Gut zu wissen, dass, man auch mal, dass es auch Eingriffe gibt, die weniger grandios sind. Und natürlich die andere Geschichte nochmal, wird nochmal komplett aufgewertet hier, beziehungsweise nochmal komplett erklärt, falls es einem im Spiel noch nicht ganz klar geworden ist. Läuft. In der Sicht muss ich mal sagen, auch dieses Wiki mal wieder Zucker. Alles ist da, was man überhaupt brauchen könnte fürs Event.
Und auf das Event möchte ich nur ganz kurz eingehen, nur eigentlich wegen dem Namen alleine. Denn hier wird es genannt Encircling Graf Spee. Und im Spiel bei uns heißt es The Pursuit of Graf Spee. Weil das Einkesseln oder das Verfolgen von Graf Spee ist in meinen Augen auch im Deutschen nicht unbedingt das Gleiche. Auch wenn man es vielleicht im weitesten Sinne so nennen gehen kann. Aber ja, wenn ihr also das Event im Wiki nicht gefunden haben soll, liegt es an dem Namen schlicht und ergreifend. Weil ich habe wirklich länger suchen müssen. Und wir können sie eben freischalten. Und sie ist tatsächlich nicht unbedingt schlecht. Wir haben sogar die Möglichkeit, sie zu bauen, was wir gleich eben noch feststellen werden im Spiel. Und eben die beiden Skins. Ansonsten werden natürlich auch mal die jeweiligen Karten erklärt. Vor allem, welche Schiffe da so droppen gehen können, damit ihr euch vielleicht spoilern lassen schon mal könnt, wenn ihr eben noch spezielle Schiffe eben haben wollt. Wobei jetzt, wie gesagt, keine Event-Schiffe sonst großartig dabei sind. Aber halt auch das eine oder andere Elite-Schiff ist schon mal durchaus hier dabei. Ja, und hier wird auch schon gesagt, was sonst noch an Belohnung eben gäbe. Bei den jeweiligen Positionen, erstmal wenn man es einmal geschafft hat mit 3 Sternen, gibt es dieses hier. Und hier gibt es auch noch die Übersicht von den Belohnungen, die es zusätzlich noch gibt. Sollte eben auf der Jagd nach Graf Spee sein. Sei es nur eben für den Kreuzer Baupläne, dann eben nochmal die ganz tollen sozusagen, die goldenen, wo man ja durchaus ein bisschen länger hinterher ist in der Regel im Spiel. Und ganz gegen Ende, die letzten 20 Mal, schaltet ihr eben dann auch Graf Spee selber frei. Deswegen 10, 10, dann nochmal 20 und nochmal 20. Ist eine Menge Öl, was drauf geht und ich muss mich sogar ranhalten, habe ich festgestellt, wenn es so bis zum 7.2. geht. Aber wie dem auch sei, da muss man halt vielleicht ein bisschen Gas geben. Und wenn man den Dialog nachträglich nochmal lesen will, den die Schiffe zwischendurch miteinander haben, hier ist der auch nochmal komplett aufgeführt. Mein Gott, hat wieder hier viel geredet. Meine Fresse. So, jetzt habe ich mal rübergewechselt, eben auf die Meta-Seite sozusagen des Spiels. Nämlich, wir reden von dem 21.10. letzten Jahres. Jetzt würde ich sagen, Moment mal, das ist noch nicht mehr aktuell. Eigentlich nicht. Allerdings sind die Japaner und Chinesen uns ein komplettes Jahr voraus. Das heißt, die Liste ist quasi aus der Zukunft, wenn man so möchte. Und das ist eben eine Tierliste von allen PvE-Schiffen im Spiel. Und wie ihr seht, die haben auch schon die Mechanik, dass sie 120 Level haben können, was wir natürlich noch nicht besitzen. Aber generell können wir trotzdem schon mal vergleichen, ob wir vielleicht Schiffe besitzen jetzt gerade im Spiel, die in Anführungsstrichen ein Jahr später immer noch relevant sind. So, deswegen hier T0 ist das Beste seit geschnitten Brot. Hier ist zum Beispiel Henana eben bei oder auch Ayanami, die wir jetzt ja schon im Spiel haben. Deswegen sind die auch hier immer noch auf T0, immer noch ganz, ganz oben mit dabei. Und übrigens, gerade für Leute, die jetzt sich ein bisschen wundern, was hier alles heißt. Wenn hier oben so ein rotes Banner dran ist, heißt man, das sind Eventschiffe. Dieses pinke Banner ist ein Retrofit. Und dieses Violette übrigens heißt, es sind geforscht worden. Nicht gebaut, irgendwann kriegen wir noch eine Forschung ins Spiel und dafür kriegen wir eben diese Schiffe her. Und das sind dann meistens T0-Schiffe oder eben T1-Schiffe. Deswegen kann man sich auf diese ganze Forscherei auf jeden Fall mal freuen. Und da kriegt man eben sehr viele gute Schiffe her. Gut, sehen wir aber jetzt irgendein Schiff von dem Event bei T0, was das Beste seit geschnittenem Brot ist? Leider nicht. Deswegen gehen wir ein bisschen runter und scrollen mal hier ein bisschen durch, ob wir irgendwas finden, was wir eben hier unbedingt haben gehen wollen. Hier die letzte Zeile können wir noch ignorieren, weil das sind U-Boote und U-Boote haben wir noch nicht. Aber hier, Tierpits ist witzigerweise noch dabei, finde ich sehr nice. Aber nein, bis hier ungefähr hin sind eben die Mainfleet-Schiffe und hier beginnen eben jetzt die, ja, alles, was eben in der Vanguard-Fleet gerade drin hängt. Und hier ist witzigerweise Yatsen bei. Deswegen meinte ich, Yatsen ist nicht uninteressant. Wenn man sie eben nämlich mit den anderen drei oder zwei chinesischen Schiffen zusammenschmeißt, die beiden Schwesterschiffe, Yatsen noch dabei und zusammen als Dreier-Kombo sind sie dann T1, weil die sich gegenseitig buffen unter die Decke. Ja, deswegen, großes Tennis, die Schiffe zusammen haben als Front wäre eine Sache, die man auf jeden Fall verfolgen gehen sollte. Ansonsten sehen wir hier leider nicht unbedingt andere Schiffe, die nochmal gerade existent sind für uns. Schade, möchte ich mal sagen. Ich glaube, Chaser habe ich überhaupt nicht hier in der Liste finden können. Nirgendwo. Aber wenn wir ein bisschen weiter runterscrollen, gibt es durchaus noch gerade die anderen Schiffe, die nämlich auch noch dabei waren, nämlich unten. Moment. Genau da. Immerhin noch als T2 Changchun. Aha, ist also auch ein Schiff, was man vielleicht haben gehen sollte, genau wie Anchan daneben. Und sollte man ein bisschen weiter runterscrollen, gibt es auch hier dann Admiral Graf Spee. Und wenn ich mich vertun müsste, wäre hier auch irgendwo noch das andere Schiff, was aufgeschlagen ist, mit dabei. Nein, doch, hier unten ist es. Hier unten ganz ist es. Das wäre nämlich hier nochmal Fuchun. Jawohl. Und denkt immer mal so, obwohl eben diese Schiffe jetzt am Anfang des Jahres uns quasi vor die Füße gehauen werden, sind die immer noch im Falle der Japaner und Chinesen trotzdem 8 Monate später immer noch relevant. Also sind die mal überhaupt nicht verkehrt. Gerade denke ich mir auch, dass Graf Spee ist jetzt womöglich nicht das beste Seil geschnitten Brot, aber in der passenden Flotte, glaube ich, wird die ziemlich was kaputt schießen, vor allem weil sie eine Waffe bei sich hat, die fast kein anderes Schiff im kompletten Spiel benutzen kann. Genauso wie Deutschland, die teilen sich quasi eine, ich möchte fast sagen, Sonderwaffe im Spiel. So, jetzt werde ich mal zurückgewechselt ins Spiel und wie eben im Wiki ja schon zu sehen war, ja, wir können sie theoretisch auch bauen als Heavy-Option eben bei den Schiffen. Könnten wir machen, müssen wir aber nicht.
Momentan können wir aber dafür alle anderen Schiffe eben bei der Light-Option bauen. Das heißt, man alle Schiffe, die eben auf der Liste standen, sind hier theoretisch drin enthalten. Und auch wenn man es vielleicht eben nicht unbedingt direkt sehen konnte, die Drop-Chance ungefähr ist 1,5% pro Schiff. Das ist nicht besonders hoch, auch wenn ich ein paar von denen jetzt schon, glaube 6-7 Mal gezogen habe versehentlich. Aber wie ich auch gerade sage, lass uns mal richtig auf den Putz hauen, weil ich habe nämlich extra vorher Platz geschaffen und mal richtig einen Haufen Schiffe bauen. Und ein bisschen Glück kriege ich ja vielleicht noch das eine oder andere Schiff, was ich in meiner Sammlung gerne hinzufügen wollte. Also alle, ja. Mal gucken, ob da jetzt welche bei sind. Lassen wir mal deswegen einfach mal bauen, weil ich habe es heute noch nicht getan. Und weil ich wenigstens noch Asche hier oben liegen habe und vor allem Wisdom Cubes jede Menge noch hatte. Und ich habe durchaus schon mal 60 die letzten Tage weggehauen. Lass es ruhig schon mal so 10. Dann lass es lieber erstmal 10 bauen. Wir können ja gleich schon mal 10 bauen, wenn es sein muss. Und alle finishen. Ja, warum nicht? Tag ist kurz. Mal gucken, was wir so gewürfelt kriegen. Gut, dich kennen wir noch. Dich auch. Dich auch. Der Kamenschiffe sehe ich hier gerade. Noch mehr Kamenschiffe. Nein, ich freue mich nicht darüber, weil ich ziehe sie letzten Tage so oft. Und ich habe sie schon auf Maximum lange. Das Einzige, was ich noch brauche, ist eine Kopie von ihr. Eine Kopie brauchte ich nur noch fürs irgendwann Retrofit, was sie kriegen wird, wo sie dann sensationell wird, mit Flugabwehr vor allem. Aber, wie war es? Sie ist schon eins der berüchtigten, eher schlechteren SR-Schiffe. Sie ist nur super toll für Flugabwehr. Ansonsten kann man so fast in eine Tonne treten. Fast, aber nur. Okay, dich hatten wir auch schon mal. Bist aber auch in seinen neuen Schiffe. Nein. Das war jetzt eine mittlere Katastrophe. Da war ja gar nichts Tolles bei. Außer, dass ich jetzt gleich nochmal San Diego nochmal... Wisst ihr was, da machen wir sofort. San Diego brauche ich nicht so oft. Hau sie weg. Mit den Worten, dann kriege ich eben ein paar Ressourcen auf der Schiene wieder, die ich anderweitig sinnvoll einsetzen kann. Aber gut, bauen wir einfach mal weiter, weil wir haben noch Ressourcen genug. Und gerade für die Events habe ich sie eben gespart. Bauen wir sie alle. Irgendwann werden wir eine Quick Finisher sogar alle, sehe ich gerade. Nee. Hallo, dich kennen wir leider auch schon zu Genüge. Obwohl, mehr? Du bist eins der Neuen. Dich hatte ich dummerweise auch schon ein paar Mal gezogen. Du hast leider noch keine Stimme, was ich sehr schade finde, aber das kommt bestimmt in der Zukunft noch. Na. Nope. Du bist Kimberly, eins der neuen Schiffe. Merkt man nämlich, weil noch keine Sprache ausgenommen hat. Aber auch dich hatte ich schon ein, zwei Mal gezogen. Nope. Es sind ein paar Event-Schiffe dabei gewesen, aber nicht gerade die, die ich haben wollte. Wisst ihr was, wir sind mal verschwenderisch heute. Hau nochmal 10 Mal raus. Ich glaube, langsam wird sogar der Platz, den ich geschafft habe, sogar knapp. Aber was soll's. Nee. Ausgezeichnet. Ja, nicht gerade sehr laut, aber genau das Schiff, was ich ehrlich gesagt gesucht habe. Yatzen. Weil wenn wir nämlich mal kurz auf die Stats gehen sollten, sie hat nämlich diese Fähigkeit hier, sollten wir eben nämlich mit Ninghai und Pinghai zusammen sein. Moment, lass mich kurz machen. Receive the following buffs. Ach, du sollst mit denen in der Flotte sein, gibt es nämlich so Sachen wie eben Damage, den sie kriegt, ist reduziert bis um 20%. Und die Ausweichrate wird, ich glaube, das war im Wiki beschrieben, für die ganze Flotte bis zu 30% erhöht. Da dachte ich mir so wie, wow, das ist mal sehr exquisit, möchte ich mal gerade sagen. Also sie ist schon wirklich gut in der Kombination mit, sie ist quasi der Speerkopf für die Flotte der Chinesen, während die anderen hinten herdüsen und die ganze Dauer vorher geben. Sehr schön, schon mal ein Schiff, was ich unbedingt haben wollte. Locken wir sofort. Ich riskiere da mal nichts. Ja, du warst auch schon. Das sind irgendwie Maiden-Outfit. Gibt es jetzt irgendwie mehrere Schiffe? Warum auch immer? Sollte man die mit Belfast zusammentun? Es gibt ja irgendwie einen Bonus für die Maiden-Flotte oder so? Ne, nicht ganz, oder? Schade. Nope. Jupp. Ja. Erebus.
Atashi, Erebas. Yep. Anta ga shikikan? Ninhai. Atashi ga anta o kantoku suru. Hajimemashite, shikikan. Zweimal Erebus. Ich kann sie ausbauen, würde ich mal trocken sagen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch Platz habe. Moment. So, jetzt sollte ich wieder Platz haben für noch einmal 10. Und ich würde sagen, dann lasse ich es erstmal wieder sein. Für heute zumindest. Und bevor das Event zu Ende ist, ich werde sowieso jeden Tag immer brav weiter bauen. Wenn ich ein bisschen Glück habe, kriege ich auch noch Taiyuan. Weil Taiyuan und auch vor allem Changchun wollte ich noch gerne haben, weil die beiden durchaus für die ein oder andere Flotte nicht ganz uninteressant sind. Deswegen gehen wir mal gerade los und probieren das nochmal. 10 Schiffe sollen sein. Go, 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 sage ich nur. Schwups. Hoffen wir aufs Beste. Na. Sie ist tatsächlich nicht schlecht. Sie ist wirklich nicht schlecht. Na. Nope. Da. Nein. Ah, ah. Nope. Du schon wieder. Aber jetzt hör mal auf. An manchen Tagen soll es einfach nicht sein. Aber zumindest habe ich schon mal Yazen bekommen. Das allein schon ist für mich ein ganz großes Plus, weil dann kann ich wirklich bald meine chinesische Flotte mal ausbauen gehen. Endlich habe ich eine vernünftige Front. Eine vernünftige Vanguard Fleet. Ja, das wäre es auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen. Das war Mika 3 und ja, viel Erfolg bei dem Event, bei dem kleinen Minispielen, vor allem, die im Spiel gegeben sind, wo ihr wirklich mit Ressourcen überschüttet werdet teilweise. Und ich werde mich gleich erstmal wirklich sehr energisch dahinter machen, dass ich erstmal Graf Spee in den Arsch trete, weil ich möchte sie gerne im Spiel so freischalten, ohne dass ich da jetzt lange bei den Heavies meine Wisdom Cubes für raushaue. Und da muss ich mir überlegen, ob ich einen Skin auf sie werfe. Gucken wir einfach mal. Bis dann aber erstmal und ciao. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann bald wieder, wenn es was Neues gibt in Azulane. Und vielleicht diesmal auch ein bisschen zeitnah. Weil eigentlich habe ich gedacht, dass diese Events mal mindestens noch 10 Tage dauern. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Wie dem auch sei. Bis die Tage erstmal und ciao.